Ein herzerfrischendes Gefühl an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und es geht weiter mit Let's Play GTA 4. In der letzten Folge haben wir Gracie, ich sag jetzt mal, verlegt. Also wir haben sie jetzt nicht verloren oder so, sondern wir haben sie einfach in ein anderes Versteck gebracht. Und jetzt haben wir wieder eine Mission für Jerry. Ich denke, jetzt geht es dann darum, dass jetzt ihre Freunde, die sie suchen, oder ihr Vater jetzt mal Lösegeld rausrückt oder irgendwie so. Oder dass mal eine Übergabe stattfindet, wie ihr das aus anderen Filmen kennt. Also irgendwie so ein typisches Klischee. Und meine Nase juckt die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss jetzt dann gleich niesen. Ich hoffe, ich kriege es auch rechtzeitig in mich zu tun. Wenn ich dann niese ich euch eben voll in die Ohren. Ist auch sehr angenehm für euch bestimmt. Auch wenn man jetzt voll ins Mikrofon rülpst oder einfach mal ins Mikro hustet. Was richtig haut. Hier so. Das ist nicht so. Okay, ist halt ein bisschen übertrieben, aber egal. Ich muss jetzt dann mal gucken, da ich noch etwas in einem anderen Video ansprechen muss, wie es denn da zeitlich mit Projekten, also mit den Let's Play Projekten hinbekomme. Es kommt halt darauf an, wie viele Folgen es noch sind und wann die Folgen alle oben sind, ob ich dann mit einem neuen Projekt schon anfangen kann oder nicht. Das wird sich dann herausstellen. Normal habe ich es immer so gemacht oder am Anfang, als ich mit Let's Play angefangen habe, dass ich nach einem Projekt, wenn es zu Ende war, also wenn es beendet wurde, dass ich mir da eine bis zwei Wochen dann Zeit gelassen habe und dass dann danach erst ein neues Projekt begonnen wurde. Ich glaube hier, da GTA 4 eigentlich eh schon fast beendet ist, also das Hauptspiel, dass ich dann gleich hinterher mit den Erweiterungen anfange und dann mal gucken, wie weit ich komme. Also es muss auf jeden Fall für einen gewissen Zeitraum reichen. Aber gut, das ist nicht euer Problem, das muss ich mir einteilen. Damit ihr weiterhin mit Videos versorgt seid. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das werdet ihr noch in einem anderen Video ausführlich zu hören bekommen. Hey. Yeah. What's wrong? There's good news and there's bad news. Good news is everything's coming together. Bad news ain't gonna make a blind bit of difference to me. What do you mean? Do you want me to spell it out? No, I guess not. Thanks. Packy will give you a call and explain. The ex-boyfriend of your girl. He's gonna agree to the divorce terms. Unfortunately, turns out he wasn't our only problem. Some other crap has turned up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Been a great laugh. You look after yourself. Yeah. Okay, alles klar. Ey, kann der nicht ein bisschen später die Nummer wählen? Meine Güte. Turn left. Bing bong. Gut. Aber wir müssen jetzt zu Packys Auto fahren, das kriegen wir jetzt noch hin. Ich glaube, Packy wird es dann da erklären, wenn wir da sind. Becky wird auf uns warten. Oh, so süß von ihm. Ich glaube, da läuft was zwischen Nico und Becky. Quatsch.
überhaupt nicht. In 800 yards. Turn Nico hat sich zwar mal mit dem Typen verabredet, das ist aber schon ewig her. Ich weiß gar nicht, welcher GTA-Part das war. Boah, keine Ahnung. Ich glaube aber so zwischen 20 bis 30 war die Mission irgendwo. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist schon zu lange her. Wir sind jetzt auch schon zu weit im Spiel vorangekommen, als dass ich mich da jetzt zurückerinnern könnte. Ja. Turn left. Weiß nicht, zeigt das Navi auch immer die schnellste Route an? Ich glaube, bei Red Dead Redemption ist es so, dass Navi, wenn man es denn da so nennen kann, zeigt einem die sicherste Route an und nicht die schnellste. Ich glaube, das steht irgendwo sogar mal aufgeführt, also als Spielhinweis oder Spieltipp oder irgendwie so, keine Ahnung, wie man dazu sagen soll. Aber ich denke, es passt eigentlich so von der Zeit her, von der Reiseschnelligkeit. Ich denke, das ist ganz okay so. Man bleibt doch nicht stehen! Mitten auf der Straße. Das kann echt nicht sein, ey. Da der Nächste, der mitten auf der Straße stehen bleibt, ey. Ihr könnt alle nicht Auto fahren. Die haben bestimmt nicht mal einen Führerschein. So abgefuckt wie Liberty City ist, kann man das bestimmt auch so stehen lassen. Das könnte man dem zutrauen. So, weg. Ah, die beiden warten schon im Auto, sehr schön. Pecky hat in der Zwischenzeit auch noch das Auto repariert. Alright, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Na gut, dann fahren wir da mal hin. In 800 yards. Becky, my man, how are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Nico, Gracie? I fucking hate the both of you! Gracie, watch your mouth. Nico's a good friend of mine, don't say that about him. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Gracie, you're sweet. I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. I'm gonna use a fucking user! That's right, he is definitely a bad influence on me. Motherfucker! Ja, da kann man sehen, Pecky ist ein echter, liebenswerter Mensch. Den kann man nur gerne haben. Gracie hat ihn auch gern. Aber gut, wir fahren jetzt hier an dieser Mautstelle vorbei und dass da die Bullen nicht aufmerksam werden, wenn wir hier mit einer Tusse im Auto sitzen, die gefesselt ist, dann weiß ich auch nicht. Hier ist sogar noch ein Bullenauto. Ey, schau, wir haben hier eine Geisel an Bord. Wollte ich nur mal so sagen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ja, wir haben eine Geisel dabei. Jo, kein Problem, die Geisel, die nehme ich auch wieder mit. Ich habe nichts gesehen. So. Jetzt kommt eben diese Übergabe oder, Übergabe, glaube ich, ist das richtige Wort dafür. Dass wir Gracie wieder freilassen und dass wir dafür was kriegen. Ich weiß gar nicht, was wir als Gegenleistung kriegen. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst oder wurde das überhaupt schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Aber gut, wir werden es ja gleich sehen. Aber so wie man es von GTA 4 natürlich kennt oder überhaupt von GTA, geht die Übergabe bestimmt wieder in die Hose. Oder es kommt wieder irgendwas dazwischen. In 100 yards, turn left. Gut, und jetzt hier links rein. Dann haben wir es geschafft. Schön an der Kläranlage, der beste Ort für die Übergabe. Gracie, you all right? Daddy? The bastards didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth.
Give her back, you animals! She suffered enough! Hand over the stuff. Hand over Gracie! I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff! All right, calm down. Both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. War klar. Nika Bellic. How is it? That whenever something is stolen from me, you're not far away. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man, the big Pedic, and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Kanchai! I don't care what you did to that man, but we ain't leaving here without them diamonds. All right, I think I know who's got the ice. Na gut, jetzt müssen wir hier erstmal schauen, dass wir die ganzen Typen down kriegen. Mann, Pecky, geh nicht wieder so weit vor, du stirbst uns. Ich hab dann die ganzen Granaten. Das ist down, sehr schön. Ja, bleib hinter mir. Ja, es wird hier ein bisschen auf uns geballert, falls du das noch nicht bemerkt hast. Ich wollte es nur mal so erwähnt haben. Liegt hier noch irgendwo Sturmgewehrmunition? Ja, hier gibt es eine AK. Ah, okay, das ist das Packy, den wollte ich jetzt auch schon abknallen. Ich sehe schon überall Gegner. Mann, Packy, hol dir eine M4, dann triffst du. There's some more of them up there! Mann, da ist doch ein Kopf, ich bin noch drauf. Oh, ich hab mir auch noch welche. Jesus, Nico, you're gonna get killed! Get some cover! Stay down! Ja, dass ich hier mir mal Deckung suchen sollte, ist zwar ein guter Tipp von dir, aber hier gibt's ja keine Deckung. Außerdem, ich bin ein harter Kerl, die liegen mich nicht so schnell um. Wenn jetzt hier nochmal eine Schutzweste kommen würde, wäre aber trotzdem ganz schön schlecht. Hoppala, jetzt habe ich auch noch Packy abgeknallt. Ja, ganz ruhig. Hier ist noch eine AK. Die haben wir, beziehungsweise ich. Mann, geh doch nicht immer so weit vor, Packy. Da kannst du mal sehen, was dabei rauskommt. So, die haben wir aber weg. Jo. Alles clean. Den Erste-Hilfe-Kasten, super, den brauchen wir nicht. Ich bräuchte eine Schutzweste. Liegt hier noch eine rum? Zufällig? Nö. Schade. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give them up! I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bulgarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you.
Llévenlo esto. You selfish piece of cock-sucking shit! Gut, das war's mit Bürgerinnsmännern. In this crap hole. Let's get out of here. Gut, ist hier irgendwo ein Auto? Ist irgendwo ein Auto sein? Jesus Christ, why did that moron have to throw the ice away? It was just plain selfish. There's always one who ruins it for everybody else in the class. You're telling me? We would have let him live. He could have walked away from there. Instead, he's fucked, and the diamonds are who knows where. A lot of people are going to be upset about that. My brother Gerald's going to be one of them people. There ain't much that can cheer him up now that he thinks he's doing serious time. But this is really going to piss him off. It's going to be a nice thing to mull over. You know, while staring at that metal bar. Hey, Penner. A guy like Jerry can still do stuff in the joint. He organized this kidnapping shit, didn't he? Can't be the only card he's got to play. Fuck, he wasn't too chipper the last time I spoke to him, and he's gonna be a long way from chipper when I tell him what went down. If I can get what went on straight in my head in the first place, that is. Okay, so we exchanged Gracie for some diamonds that Ray used to have. Then some Russian turns up saying they're his, then everything goes to shit. That's about right, isn't it? There's nothing right about this situation, but that would be an accurate description of what went down. The Russian is called Ray Bulgarin. I worked for him on the Adriatic. He thought I stole from him and they came after me. I had to leave Europe because of him. And they were his diamonds? I don't know about that. They're nobody's now. The only thing that makes me smile about this shit is that Bulgarin does not have the ice. Piece of shit does not even stay at the fight to see the outcome. Just leaves his boys to clear up. We was outnumbered, Nico. I can see how he thought it was covered. This is not the first time he has assumed that I would be killed by some of his employees. Hopefully one day I'll be able to teach him his lesson by putting a bullet through the back of his head. You're not meant to say what you wish for out loud. It won't come true if you do. That rule even works for wishes as cheerful as yours. Gut, vielleicht hat Becky auch recht. Wir werden es ja dann sehen. Well, Nico, that was a whole lot of effort for no fucking reward. Story of my life. It is the story of a lot of lives, Becky. I'm getting used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break the news to Gerald. At least I'm gonna be on the other side of some bulletproof glass to him. But you know what? I'm still fucking scared. Good luck. Dann haben wir jetzt die Jerry-Mission auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, wie wir jetzt als nächsten Auftraggeber bekommen. Aber vorher holen wir uns erstmal noch eine Schutzweste, würde ich sagen. Die auf jeden Fall, weil ohne die wird es nicht so leicht gehen. Das ist einfach schon ein unverzichtbarer Freund. Die ist uns schon so sehr ans Herz gewachsen. Beziehungsweise an den Körper, dass wir nicht mehr ohne sie können. Feel free to browse, buddy, but don't try anything funny. So, wunderbar. Stay safe, stay Second Amendment. Da fahren wir jetzt noch zum Apartment zurück. Oh, wir bekommen einen Anruf von Pegorino. Nico, the shit has gone down. I need to see you. Come to the club in Tudor. All right, Mr. Pegorino. I'll see you there. Gut, jetzt haben wir wieder Jimmy als Auftraggeber. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle einen Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.